So, ich weiß gar nicht, ob ich hier draußen Salvete des Kibuleko sagen kann, weil das irgendwie komisch ist. Ich bin hier gerade im Gassi gehen mit Lea Marie. Also ich gehe mit Lea Marie Gassi. Nein. Nee, ich gehe mit dem Hund Gassi. Das ist Benny, meine Damen und Herren. Woo! Benny, mach mal was Cooles. Cool. Okay, nimmst du mal die Kamera? Kannst du mir mal auf mich filmen? Ja, ich probier's. Okay, auf mich? Ja, ich bin auf dir. Okay, und ich habe mir gedacht, weil ich heute ja den ganzen Tag unterwegs bin, pass auf, da kommt gleich ein Fahrradfahrer, also in ein paar Minuten, dass ich vielleicht ein bisschen über Tiere spreche. Das ist auch ein schönes OMG-Thema, oder? Wow! Weil wir, eigentlich habe ich heute keine Zeit, das aufzunehmen, deswegen nehme ich die Kamera mit. Warum? Weil du so wackelst. Du wackelst, weil du so schlecht bist, weil du nichts kannst. Genau. Und heute hat die Lea Marie zum ersten Mal den Benny kennengelernt. Wie ist war denn deine? So toll. Total toll, ne? Ich hab Schiss vor ihm. Richtig Schiss. Ja, Lea Marie sagt immer, dass sie ein Hundeflüsterer ist. Hat die Klappe, es ist auch so. Jeder Hund kann mich leiden. Und ich außer kann Benny Hunde auch leiden. Und sie und kam Benny da rein. Hat mich zweimal angeknurrt. Benny hat sie einmal angeknurrt, weil, klar, Lea Marie steht zum ersten Mal. Zum ersten Mal sehen sie sich und Lea Marie steht halt in seinem Schlafzimmer. Hallo? Total unerwartet. Und will ihn streicheln. Da hat er natürlich erstmal, wer bist du, ich gemacht. Ich wollte ihn nicht streicheln. Naja, auf jeden Fall. Tiere, generell. Ich habe nie wirklich viele Haustiere. Das ist ja auch der Hund meiner Oma. Aber immerhin meine Nummer 1. Auf. Aua, das war jetzt ungerecht. Nee, war es nicht. Ansonsten, als Kind wollte ich immer Haustiere haben, aber meine Eltern sind leider beide... Hi. Sind leider beide allergisch gegen Hunde und Katzen. Oder sie haben mir das nur erzählt, weil sie keinen Bock hatten, einen Hund oder eine Katze zu besorgen. Aber, nee, ich glaube. Gegen Katzen, also wir hatten mal eine Katze, aber nur ganz kurz, die hatten wir auf der Straße gefunden und wollten sie eigentlich wieder gesund ziehen. Aber die ist dann ein paar Wochen später gestorben. Oh. Ja, die Katze, wir nannten sie Zorro. Und das Coole an Zorro war, also Zorro, wenn ihr kennt vielleicht aus One Piece, oh, kannst du mal kurz halten, das ist echt zu anstrengend. Ich wacke doch immer so. Und Zorro war so eine ganz kleine Katze, die von ihrer Mutter verstoßen wurde. Und die ist dann irgendwie so 10 Meter, obwohl sie konnte noch nicht laufen, aber 10 Meter über den Asphalt getroffen. Und ihre ganzen Pfoten waren blutig, weil sie sich mit den Pfoten halt über den Asphalt da gezogen hat, irgendwie 10 Meter lang. Und da haben wir es dann gefunden, haben es dann nach Hause genommen. Allerdings hat es dann nicht mehr geschafft. Es ist ja auch blöd, wenn eine Katze von ihrer Mutter abgestoßen wird, dann ist das die Überlebenschance halt nicht so hoch. Ne? Deswegen hatten wir da eine Katze, dann hatten wir, was hatten wir noch? Wir hatten Frösche, die sind allerdings, wir hatten auch Frösche, die sind uns geplatzt, also ich habe sie irgendwie, die sind uns irgendwie geplatzt, ich habe die irgendwie zu oft gefüttert und dann wurde ganz dick und irgendwann, 2001 ist der gute Weggefährte hier dann geboren worden, der Benny, der gerade kacken tut. Aber noch nicht jetzt sehen. Oder zwei Tage. Nee, das ist ein Millenniumskind. Ja. Ist nämlich am 01.01.2000 geboren. Ist das nicht cool? Hast du schon mitgerechnet? Ja. Deswegen kann ich auch immer sagen, wie alt er ist. Aber wir mal kurz schauen, was für ein Jahr haben wir. Und ich fahre jetzt mal nach vorne. Das ist ein schöner Weg. Sollen wir Benni mal freilassen? Ja, mach mal. Mal kurz schauen. Ich weiß, das ist cool. Ja, hat Angst, dass du beißt. Okay, Benni. Are you ready? Der Hund, den meine Oma vor dem Benny hatte, den habe ich leider nicht gekannt, aber meine Mutter hat immer erzählt, wenn du den losgemacht hast, den hast du nicht mehr gesehen. Der ist einfach so 500 Meter da hinten, wäre zu den Pferden gerannt und hätte mit denen rumgespielt. Der ist leider gestorben. Der Rocky ist gestorben, da war ich jung. Da war ich 2 Jahre alt oder so. Und dann hatten ja meine Oma und hatten dann ewig keinen Hund mehr. Und jetzt haben sie sich dann 2000, das heißt jetzt 2000 haben sie sich dann entschieden, wieder einen Hund zu bekommen. Ja, genau, den Benny. Und ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war so süß, weil der war ja, also die hatten den dann 2002 oder so, der war, nee, noch nicht mal. Das war, glaube ich, noch im selben Jahr. Der war noch ganz, ganz klein. Das war irgendwie so ein spanischer Straßenhund, der da gefunden wurde und aufgezogen wurde. Und meine Oma hat sich dann sofort um den gekümmert. Und als wir den ersten Mal gesehen haben, ich weiß schon ganz genau, der kam da rein und der versteckt sich so hinter dem Bein. Der war ja irgendwie nur so groß oder so. War ja so ein halbes Schnitzel. Und irgendwie war er dann total scheu. Und jetzt ist er ein alter Sack.
Aber eigentlich ist es so, je älter die Hunde werden, umso ruhiger werden sie. Aber Benny bellt irgendwie trotzdem noch jeden nach. Ganz komisch. Mhm. Ich weiß allerdings nicht gerade, ob man mich überhaupt sieht, wenn ich so gegen mich filme. Und du hast auch Haustiere, wie ich sehe. Wie heißt dein Haustier hier? Hugo. Hugo. Das war mal ein Bär. Mhm. Hab den gefunden. Nee, ist kein Echtfell. Sonst bekommst du am Schluss noch irgendwie Flame. Das würde ich niemals anziehen. Ja. Wir sind ja weise. Wie stehst du zu Tieren? Ich liebe Tiere. Hast du auch Haustiere? Nee, Quatsch. Ja, ich hab einen Hasen. Hm, willst du mal einen echten Hasen sehen? Ich hatte zwei, der eine ist gestorben. Und was ist jetzt mit... Ich hatte eigentlich schon... Erzähl mal von Krümel. Krümel? Wer ist denn Krümel? Krümel ist mein Hasen. Hm. Meine Oma hat auch einen Hund. Die ist Sarah. Das ist der gerade scheiße. Ja, läuft bei dem. Benni! Ah ne, der hat, oh wie süß! Was macht der? Der hat an der Brennnessel geleckt und deswegen hängt gerade seine Zunge raus und ist betäubt. Was? Benni, weiter. Benni! Der kann nicht mehr lange stehen. Ja, der zittert. Ja, ich seh's gerade. Ich glaube, wir müssen zurückgehen, warte. Meine Zunge, die hängt Benni, raus. Benni, wir gehen zurück. Oh, so. Nee. Ich glaube, der ist eifersüchtig auf dich. Warum? Keine Ahnung. Deswegen hat er mich angekühlt. Ja. Okay. Genau. Also ich hätte liebend gern in meiner Kindheit einen Hund gehabt. So, der mich eben großzieht und so. Oder hinten kommt jemand. Ich muss den Benni gleich anleihen. Der rennt aber gerade weg. Das ist ein alter Opa. Ja, den will er nicht. Hier leben nur alte Open. Open. Was ist denn? Wer hat gesagt Opas? Opis. Opis. Oder Opas. Opas. Oder Omas und ja. Omis. Genau. Naja, wir reden jetzt hier über Tiere und nicht über Omis. Wobei, manche Omis sind ja auch Haustiere. Okay, ich sehe gerade, Benni humpelt. Ja. Nicht gut. Nicht ja, gut. Auf jeden Fall war es das, glaube ich. Und kurz schauen, wie lange wir schon geredet haben. Nicht sieben lang. Minuten. Doch, sieben Minuten ist okay. Und deswegen beende ich das jetzt mal. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Haustiere habt. Ich kann heute echt nicht sprechen. Das ist nee, crazy. Ich habe hab auch in einem Brennnessel geleckt und jetzt sind meine Zunge raus. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für ein Haustier habt und ob ihr euch auch ein Haustier wünscht, beziehungsweise ein Tier. Da hinten sind Pferde. Habt ihr Pferde? Schreibt mal alles in die Kommentare, was ihr über Haustiere denkt und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Was ist eine Oma? Bis dann, haut rein. Das ist eine Oma, das ist gar kein Opa. Oh. Scheiße! Egal. Okay, bis dann, haut rein. Euer Race T und Elmi. Oh.